Hallo zusammen, ich bin der Nico, das ist der Rainer, wir sind beide Softwareentwickler und ja, wie gesagt, werden wir heute über automatisierte Ticketerstellung aus Errorlogs ein bisschen reden und unsere Lösung für das Problem vorstellen. Aber ja, vorher sage ich tatsächlich ein paar Wörter über unsere Firma. Also wir sind beide bei der Code49 GmbH in Karlsruhe. Die Firma existiert seit 2018. Wir haben 12 Mitarbeiter und davon 4 Entwickler. Und ja, wir machen tatsächlich auch Jira und Confluence Apps und sind tatsächlich auch Atlassian Platinum Partner. Und dann komme ich direkt zu dem Thema Errors. Also wir machen Cloud-Anwendungen, wir loggen natürlich extrem viel Info, Warning, Errors. Und für uns ist es natürlich super wichtig, die Errors anzuschauen, um sicher zu sein, dass ja nichts Schlimmes passiert ist und ja, um sicher zu sein, dass es nichts zu reparieren gibt und so weiter. Und hier habe ich ein super einfaches Beispiel genommen. Also wir haben eine App, die heißt Google Calendar for Confluence, also es ist einfach eine Google Calendar Integration in Confluence. Sie redet natürlich ziemlich viel mit der Google API und natürlich kann es manchmal passieren, dass wir einen Error bekommen. Also in dem Fall HTTP 503 Service Unavailable kann man von Google manchmal bekommen und in dem Fall gibt es wahrscheinlich nichts zu tun, also vermutlich ist einfach Google kurz down und wir müssen nichts reparieren, aber wir mögen immer alle Errors anschauen und immer sicher sein, dass es nichts zu tun für uns gibt. Und wir loggen alle Errors im Plaintext-Format, also hier merkt man Log-Level, Datum, Uhrzeit, ein paar Metadaten, welcher Kunde betroffen war und so weiter. Und wie gesagt, wollen wir alle Errors anschauen, deswegen brauchen wir irgendwelches Prozess. Was wir vorher gemacht haben, ist, wir haben alle Logs nach CloudWatch, also ein AWS-Dienst, gepusht und einfach CloudWatch konfiguriert, um eine E-Mail zu bekommen, sobald es eine Error gibt. Und was wir vorher gemacht haben, ist einfach diese E-Mail empfangen und dann selbst in AWS sich einloggen und die Logs anschauen, okay, es gab eine Error, was war es genau und so weiter. Und dann haben wir für die Error eine Jira-Ticket erstellt, um diese Error zu dokumentieren, weil wir sehr gerne mit Jira arbeiten, natürlich. Ganz am Anfang haben wir nicht die Errors dokumentiert, aber natürlich haben wir sehr schnell bemerkt, das ist keine gute Idee, also wir müssen schon alles dokumentieren, wir brauchen die ganze Historie, um überhaupt wissen zu können, was vorher passiert ist. Genau, und genau das hier haben wir bemerkt, das könnte man automatisieren. Also das war natürlich zeitaufwendig und genau, da haben wir gedacht, okay, das machen wir jedes Mal, kann man das irgendwie automatisieren. Hier kann ich ganz kurz ein Beispiel zeigen von einem Error-Ticket. Also es ist kein echtes Ticket, sondern nur ein Beispiel. Ja, hier sieht man oben die Beschreibung, also diese Log-Meldung haben wir kopiert, wir haben Kommentare, Status, Assignee. Wir können sogar die Commits anschauen, wie hat man was gefixt, wenn es überhaupt etwas zu fixen gab, Attachments und so weiter. Also generell sind wir extrem zufrieden mit Jira-Tickets als Errors. Man kann sogar andere Errors verbinden, andere Feature-Tickets und so weiter. Aber ja, zurück zum Thema, der Weg zur Automatisierung. Also jetzt wollen wir nicht mehr jedes Mal die Error-Logs anschauen und jedes Mal die Tickets manuell erstellen, sondern automatisch das machen. Und wir haben letztes Jahr, glaube ich, entschieden, wir versuchen erstmal eine dumme Lösung zu machen. Also keine super schlaue Lösung, die wir wirklich produktiv nutzen können, sondern probieren wir erstmal eine Proof of Concept. Und das sah so aus, also wir haben unsere App-Containers, wo unsere Apps laufen, die, wie gesagt, die Logs nach CloudWatch pushen. Und ja, vorher haben wir hier da E-Mails geschickt und alles manuell erstellt, aber jetzt, was wir machen, ist, wir nutzen eine AWS Lambda, also eine Funktion, die in Amazon Web Services läuft, die die Logs kontinuierlich liest, nach Errors filtriert und sobald es einen Error gibt, machen wir einen Eintrag in DynamoDB, also es ist eine Datenbank von Amazon, weil wir als Queue verwenden, um alle neue Errors hinzuzufügen.
Und dann haben wir eine kleine Anwendung, die diese Queue liest und Tickets erstellt. Genau, wir nutzen die Queue wegen Skalierbarkeit. Wenn wir plötzlich Millionen Errors haben, dann ist es schon wichtig, dass nichts explodiert. Und in solchen Fällen sind Queues natürlich sehr, sehr praktisch. Genau, dann war das Problem, okay, wir haben diese Plaintext-Errors. Als Mensch oder als Entwickler kann man das irgendwie interpretieren. Also man merkt schon, okay, das ist eine HTTP 503. Okay, es gab diese Uhrzeit, Datum und so weiter. Aber um das zu automatisieren, muss man natürlich ein Programm schreiben, was das parsen kann. Und am Anfang haben wir ein bisschen mit Regex gespielt. Das war kein Erfolg, also das war schon, schon komplex. Also ja, eine Regex zu schreiben, was alle möglichen Formate versteht, war schon eine Herausforderung. Deswegen haben wir ziemlich schnell entschieden, okay, wenn dieses Format, was wir nutzen, so schwierig zu parsen ist, und das ist sowieso eine Lösung für uns, die wir entwickeln, also wir haben komplett Kontrolle, dann können wir einfach ein anderes Format nutzen. Und deswegen haben wir entschieden, okay, wir loggen nicht mehr die Errors als Plaintext, sondern loggen wir die als JSON. Und das macht alles viel einfacher natürlich. Also die Metadaten kriegt man sofort. Die verschiedenen Felder, Timestamp und so weiter. Die Errors selbst kriegt man hier direkt. Das war viel, viel einfacher zu parsen. Und deswegen kann man ziemlich ja, trivial ein Ticket davon erstellen. Und es sah so aus, also unsere erste Lösung hat, wie gesagt, die Errors ganz oben als Titel in dem Jira-Ticket verwendet. Normals die ganze Error hier im Body und die verschiedenen Felder, also die verschiedenen Metadaten, haben wir als Custom Fields in Jira gehabt. Genau, das war schon gut, aber natürlich muss man ein bisschen schlauer sein. Also zum Beispiel, vorher habe ich von der Google API geredet, wenn sie 10 Minuten lang down sind und wir kriegen jedes Mal eine HTTP 503 von Google, dann werden wir vielleicht 100 Errors pro Minute kriegen und wir wollen keine 100 Tickets pro Minute erstellen. Deswegen war es schon gut, aber wir wollten ja ein bisschen schlauer sein. Und jetzt würde ich an Rainer übergeben. Genau, wie der Nico schon gesagt hat, wir haben jetzt eine Lösung, die ist ziemlich simpel, das ist so ein 1:1, es gibt einen Fehler und daraus erstellen wir dann ein Jira-Ticket. Und natürlich haben wir am Anfang erst geguckt, gibt es denn überhaupt schon Lösungen? Es gab Lösungen, aber die waren immer auf diesem 1:1 Niveau und eigentlich haben wir das jetzt gerade nur gematcht. Also wirklich weiter sind wir noch nicht gekommen, deswegen jetzt kommen so die Details, wo das dann interessant wird. Wir haben uns angeguckt, also wie kann man denn jetzt Fehler vergleichen? Also wir wollen Duplikate vermeiden vor allen Dingen. Wie können wir denn jetzt Fehler vergleichen? Also wir haben diese Fehlermeldung hier zum Beispiel. Wer sich mit Jira ein bisschen auskennt, es gibt solche Custom-Felder, die man an so eine Story hängen kann. Und die haben alle unterschiedliche IDs. Selbst wenn der Inhalt derselbe ist, pro Instanz oder pro Kunde sind die IDs immer unterschiedlich, obwohl der Inhalt gleich ist. Sondern eigentlich ist das hier der gleiche Fehler. Und wenn wir uns das angucken, dann sagen wir, ja klar, also da hinten der Name Type of Work is Required, das ist genau das Gleiche. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir nehmen diese Liebenstein-Distanz, habt ihr vielleicht irgendwo schon mal gehört. Das ist im Prinzip die Anzahl Schritte, also wir haben jetzt da so eine Zahl, 12088, und die wollen wir umwandeln, die sind 11048. Und die gibt einfach an, wie viele Schritte brauche ich, um von dieser einen zu der anderen zu kommen. Also hier in dem Beispiel sind es 2 und man sieht, es ist sehr, sehr ähnlich. Da gibt es jetzt noch Normierungen, die haben sich Leute überlegt, die sind viel schlauer als wir, also wir haben da eigentlich nur geklaut. Die nehmen noch die Größe von diesem String, betrachten die und geben dann quasi so eine Prozentzahl aus, wie groß das matcht. So, mit dem haben wir tatsächlich irgendwie 80% der Duplikate schon vermieden. Das war schon ein ziemlich guter Schritt, aber es hat uns nicht gereicht. Und da gab es noch ein paar andere einfache Sachen, die man machen konnte. Zum Beispiel jetzt diesen Google-Fall, wo wir irgendwelche API-Fehler hatten, da ist normalerweise immer die URL mit drin. Aber in der URL steht dann irgendeine ID, zum Beispiel von dem Kunden. Oder wir haben noch diese UUID, also so ein eindeutiger Bezeichner pro Kunden. Und
da ist es mit der Liebenstein-Distanz nicht gut genug. Das ist nämlich so weit auseinander, dass es dann nicht gut matcht oder wenn man das jetzt runterdreht, dass man schlechte Ergebnisse kriegt. Also was haben wir eingebaut? Wir haben so ein Masking eingebaut. Das heißt, wir erkennen jetzt eine URL oder eine UUID und wir ersetzen das jetzt, also so exemplarisch, wir ersetzen es einfach mit einem festen Wert. So, wenn wir das jetzt vergleichen, das ist wieder ein 100% Match sogar. Das hat nochmal so 10% der Duplikate vermieden. Das war auch schon ziemlich cool. Aber dann haben wir uns überlegt, was haben wir denn noch? Also wir haben ja doch die Metadaten. Also hier oben dieser Client, das ist quasi der eindeutige Bezeichner für den Kunden. Und wir haben sowas in unseren Logs, das nennt sich Correlation. Das heißt, wenn wir Logs schreiben für einen Kunden in einem Request, also in einem Vorgang, dann kriegt jede Logzeile so eine Correlation-ID. Das heißt, über das konnte man sehen, wenn es jetzt Folgefehler gibt, okay, die packen wir zusammen, brauchen wir kein neues Ticket erstellen, ist auf jeden Fall ein Duplikat, passt. Das hat nochmal ein paar Prozent rausgekitzelt, aber hat nicht ganz gereicht, weil wenn man jetzt zum Beispiel diese Google-Kalender-App nimmt, die macht mehrere Aufrufe, das heißt, wir haben mehrere verschiedene Correlation-IDs und da gibt es auch Folgefehler. Das heißt, so den letzten Schritt, den wir dann noch oben drauf gepackt haben, ist, wir haben uns diesen Kunden angeschaut, diesen Client und haben gesagt, okay, wenn es jetzt einen bestimmten Zeitraum auftritt, dann können wir die auch zusammenpacken. Und damit sind wir jetzt mittlerweile ziemlich gut gefahren. Also ich glaube, hatten wir groß Duplikate? Ich vermute, also eher weniger. Das heißt, wir haben jetzt so eine Chain aufgebaut. Also wir haben so diesen Analyseschritt am Anfang, wo wir aus diesem JSON, wo wir eingeführt haben, diese Metadaten rausziehen. Ein Teil der Metadaten ist diese Nachricht, also diese Message, wo wir dann nochmal dieses Liebenstein probieren. Wenn das nicht klappt, dann gucken wir, ob wir vielleicht irgendwie UUIDs ersetzen können, URLs, solche Geschichten. Und machen dann nochmal diese Abgleich, Liebenstein-Distanz. Dann der nächste Schritt, eben diese Client Correlation ID, ob das matcht oder ob das halt innerhalb von einem Zeitfenster kam. So, wenn es dann gefunden wurde, dann haben wir keine neue Story erstellt, sondern haben eine Story aktualisiert, haben dann nochmal Metadaten hinzugefügt. Also wie oft ist es denn aufgetreten für den Kunden? Wo sind denn die Logs in CloudWatch? Haben uns einfach da das Leben leichter gemacht. Okay, jetzt hatten wir das alles umgesetzt und jetzt haben wir uns überlegt, okay, wie wollen wir das live stellen? Wir sind da immer ein bisschen vorsichtiger. Das ist das, was der Nico am Anfang erwähnt hat. Also so sah es vorher aus, vor der Einführung. Wir kriegen E-Mails und dann sind wir zwei da oben und pflegen das manuell in Jira ein. Und als Einführung haben wir uns dann überlegt, okay, wir machen das parallel. Also wir haben zum einen noch den Schritt, wo wir selber einpflegen und dann den anderen Schritt, wo wir unsere Automatisierung verwenden, das aber ein anderes Board geht und dann gleichen wir ab, wie das denn funktioniert. So, das war so die erste Phase. Dann kommen wir direkt zu den Learnings. Wir haben es dann live gestellt. Ich kenne mich, ich mache Fehler, ich weiß es. Deswegen habe ich das immer sehr genau dann beobachtet, die ersten Tage. Was dann passiert ist, ich habe was Tolles eingebaut, einen Loop. Kennt ihr bestimmt alle, habt ihr bestimmt auch schon mal alle gebaut. Und zwar diese Fehlerprozessierung, die läuft auch in unserem Amazon-Stack in Fargate. Hat ein Error-Log geschrieben, weil ich was falsch konfiguriert habe. Tja, dieser Error ist nach CloudWatch gekommen und so hat dann so seinen Gang genommen. Also es hat sich dann schön aufgeschaukelt. Habe ich zum Glück relativ schnell gemerkt, habe dann die Konfiguration fixen können. Aber an der Stelle haben wir uns überlegt, was können wir da anders machen. Also wir loggen zwar immer noch nach CloudWatch, aber das kommt jetzt nicht mehr in diesen Zyklus rein. Und zwar schicken wir uns jetzt dann good old E-Mails trotzdem. Aber ist, glaube ich, seitdem auch nicht mehr passiert. So, das nächste, was wir dann hatten, witzigerweise genau in der gleichen Woche, war eine unserer Third-Party-Integrations hatte eine Downtime oder hatte eine Outage den ganzen Samstag. Und dann ist so ein Duplikat-Ticket, ist der Counter, also wir zählen, wie viele Fehler für jemanden reingekommen ist munter nach oben gegangen. Der Nico hat vorhin angesprochen, wir benutzen ja dieses DynamoDB und queuen dort. Das hat sich ziemlich gut bewährt, weil man dadurch nämlich auch abfedern kann und sagen kann, okay, wir bearbeiten nur eine bestimmte Anzahl pro Minute. Das heißt, es hat dann noch den Samstag irgendwie den ganzen Tag da durchgerödelt, hat dann aber alles funktioniert und hat nichts kaputt gemacht zum Glück. Wir haben trotzdem noch ein Learning daraus gezogen und zwar haben wir Notfall-Switches eingebaut.
Also beim Lambda ist es nicht so schwierig, das kann man einfach disablen. Aber auf der anderen Seite, auf unserer App-Seite, haben wir auch noch quasi einen Notfall-Button eingebaut und gesagt, okay, Jira ist da manchmal sehr, sehr anstrengend mit dem Rate-Limiting. Wenn man da zu viel API-Aufrufe macht, dann tun die da gleich ziemlich schnell ausbremsen. Und da das auch noch produktiv verwendet wird, dieses Jira-Instanz, haben wir gesagt, okay, dann Notfall-Switch und dann sind wir ziemlich sicher auf der Seite. Genau, zusammengefasst, wie sieht es denn aus? Also wir haben das jetzt vor ein paar Monaten oder 6 Monaten jetzt sogar tatsächlich eingeführt. Uns spart es unfassbar viel Zeit. Wir sind nur 4 Entwickler, haben irgendwie 1 Million Kunden, über 1 Million und da passiert einfach ziemlich viel. Wir haben sehr viele Third-Party-Integrations, wo wir irgendwelche APIs integrieren und es passiert immer irgendwo an einer Stelle was. Also für uns hat sich das extrem gelohnt. Ja, wir haben neue Herausforderungen dadurch bekommen. Das macht zwar Spaß, an sowas zu arbeiten, aber das ist nicht unser Kerngeschäft und man muss sich dann trotzdem damit beschäftigen. Aber es waren gute Probleme zu haben. Es hat Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Genau, und wir haben jetzt weiter dran entwickelt. Wir haben jetzt diese Automatisierung immer weiter noch Links hinzugefügt, irgendwelche neuen Felder, um nochmal Metadaten zu bekommen, einfach um dann auf einen Blick zu gucken, okay, das ist die Outage von der API, wir müssen nicht groß weitermachen. Haben uns einfach das Leben weiter einfacher gemacht. Haben auch das JSON-Format erweitert, haben da neue Details hinzugepackt. Also es hat sich definitiv für uns gelohnt. Genau, damit wären wir auch schon am Ende.